stehen in Stau und vorne sitzt eine Frau, die doch das Steuer drehen muss. Ich sag im Stau zu denken, macht doch wenig Sinn und ich hab meinen eigenen Blues. Bluesiger Liebesbeweis an die Hauptstadt. Doch die Stadt, wo Ost und West aufeinandertreffen, ist für Landeier ein regelrechter Dschungel. Doch für diese drei Herren heißt der nächste Zielort Berliner Regierungsviertel. Moment, Entschuldigung, das müssen wir ganz gut vorbereiten. Heute sogar das Fernsehen da, TV Berlin. Wir sind drei Menschen, die aus der Provinz kommen, nämlich aus dem kleinen Ort Ehmte Bahnhof in Schleswig-Holstein. Und dieser Ort hatte sich beteiligt bei dem Bundeswettbewerb Unser Dorf soll schöner werden und hat dann gegen den bayerischen Ort Oberspüttelshofen verloren. Und jetzt haben die drei das Gefühl, sie müssen sich ganz oben, und zwar ganz oben beschweren, weil das ist ein ungerechtes Urteil. Das Abenteuer darf beginnen und so geht die Reise ins dicke B, eine kleine Odyssee quer durch die politische Landschaft der Bundesrepublik, direkt auf dem Wege zur Kanzlerin. Also jetzt hört ihr aber auf mit dieser Klassenkampf-Rhetorik, Mensch. Das hab ich so in der Schule gelernt schon. Ritzkötter, das ist ein Ossi! Es ist ein Taxi! Ein Ossi! Nein, ich weiß nicht, du glaubst ja mal ja nicht, wer sie sind, wa? Das waren nicht alle schlecht im Osten. Hier, ja. Grüne Ampel feilen. Und das alle, wa? Die Provinzler kämpfen sich durch die Regierungsrealität, das einem verwirrenden, verzwickten Labyrinth gleicht. Von einem demotivierten Pförtner des Kanzleramtes über einen Besuch beim Facharzt für politische Krankheiten bis hin zu einer Parteienversteigerung machen sich die Kleinstädter ein eigenes Bild von Berlin. Eine leichte, aber trotzdem scharfsinnige politische Satire, ein klassisches Politkabarett, das so erfahrene Schauspieler immer noch in ihren Bann zieht. Dann ist ja eigentlich immer das Schöne noch, dass wir eben ernsthafte Probleme spaßhaft behandeln, die alle Leute irgendwie angehen. Nicht? Und das ist ja das Schöne so an Kabarett. Und deswegen kommen ja auch immer so viele Leute. Das Schweigen des Lammert nennt sich die humorvoll benannte Politposse im Distel-Kabarett. Übrigens hat Bundestagspräsident Norbert Lammert höchstpersönlich einen Besuch angekündigt. Den Abend voller politischer Zwerchfellübungen können Sie bis zum 13. Oktober noch ausprobieren. Nagel, komm raus, sonst komm!